willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MusoTalk-Workshop Cubase Praxis. Mein Name ist Volker Steinbrink und heute geht es um das Thema Sidechaining. So, was ist Sidechaining überhaupt? Wenn man so die Medien verfolgt, oder vor allem die Internetforen, glaubt man ja, dass ohne Sidechain gar keine Musik mehr gemacht werden kann. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Sidechaining gibt es schon eine ganze Zeit lang, seit den 70er Jahren. Wurde aber eigentlich gar nicht mal so häufig eingesetzt und ist erst gerade mit der elektronischen Musikproduktion der letzten Jahre in den Vordergrund getreten. Und im folgenden Workshop möchte ich euch mal zeigen, was Sidechain überhaupt bedeutet und vor allen Dingen, wofür man es einsetzen kann. Nehmen wir mal ganz einfach folgendes Beispiel. Ich habe jetzt hier was vorbereitet. Und zwar hören wir jetzt hier mal eine kleine Sequenz aus einer Bassdrum und einer Bassline. Was hier ein Problem sein könnte, ist, dass Bass und Bassline sich etwas überlagern und ich möchte, dass praktisch meine Bassdrum die ganze Zeit im Vordergrund steht und meine Bassline etwas unterdrückt wird. Also würde ich jetzt Folgendes machen, ich müsste praktisch meine Bassline komprimieren, etwas leiser regeln und zwar soll die nur leiser geregelt werden, wenn die Bassdrum kommt. Und das macht man mit einem Sidechain-Kompressor. Ich werde das einfach mal zeigen, wie man es einrichtet und dann werden wir den Effekt auch ganz schnell begreifen und hören. So, zunächst mal gehe ich bei der Bassline in die Kanalübersicht und lade dort in den Insert einen Kompressor hinein. Auf die Bassline. So sieht der Kompressor aus. Und wir hören uns das mal an. Da wird noch nicht viel komprimiert. Ich regle mal den Threshold etwas runter. Nehme mal eine mittlere Ratio. Etwas Attack, etwas Hold, Auto-Release und eine ganz klassische Peak-Kompression. Wir wissen zum Beispiel, wie der Kompressor im Detail funktioniert. Dazu haben wir einen eigenen MusoTalk-Workshop zum Thema Insert-Effekte. Da kommt der Kompressor vor. Kann ich wärmstens empfehlen. So, ganz wichtig ist, Kompressor ist eingerichtet. Eine Sache dürft ihr nicht machen, den Make-Up-Gain aufdrehen, der muss auf Null stehen bleiben. Das heißt, der Kompressor komprimiert im Moment die ganze Zeit und regelt das Signal nicht mehr nach oben. So. Was ich jetzt machen muss, ich möchte jetzt diesen Kompressor über einen Sidechain, also über einen Nebeneingang, triggern, sagt man dazu. Dazu muss ich diesen Kompressor erstmal in den Sidechain-Modus versetzen. Das macht man, indem man dieses kleine Symbol hier oben klickt in Cubase. Sieht man, ab sofort ist mein Sidechain aktiviert. Jetzt kann ich im Prinzip den Kompressor wieder zumachen. Es hat sich jetzt noch nichts getan. Jetzt muss ich aber praktisch ein Sidechain-Signal wählen, mit dem ich den Kompressor triggere. Das ist in dem Fall natürlich unsere Bassdrum, weil unsere Bassdrum soll ja jedes Mal, wenn sie erklingt, den Bass etwas runterregeln. Dazu gehe ich jetzt auf die Bassdrum-Spur, öffne auf der Bassdrum-Spur meine Kanalübersicht und ein Sidechain in Cubase kann zum Beispiel über einen Send getriggert werden. Dazu klicke ich jetzt mal einfach in den Send hinein und da taucht automatisch bei aktiviertem Sidechain mein Sidechain-Kompressor auf für die Bassline. Benennt eure Spuren immer ordentlich, dann seht ihr auch genau, was da steht. In unserem Fall steht hier Bassline, Insert Effekt 1, Kompressor ist genau das, was ich eben eingerichtet und angelegt habe. So, dann muss ich das Ganze noch aktivieren und anschalten, also aufdrehen. Und hier hört man den Effekt auch. Jedes Mal, wenn ein Bassdrumschlag kommt, wird die Bassline durch den Kompressor runtergedrückt und so dass die Bassdrum immer im Vordergrund steht und die Bassline etwas mit am Pumpen ist. Eine klassische Sidechain-Anwendung. Ich schalte mal ein paar andere Spuren dazu, damit wir das Ganze im Kontext hören. Einzurichten, aber nichtsdestotrotz eine meiner Lieblingsfunktionen beim Sidechain. Und zwar nehmen wir nun mal die Bassdrum allein. Lassen wir uns mal die Bassdrum anhören.
Eine klassische 909 Bassdrum, werden einige kennen, aus den 80er Jahren, Roland Drum Computer TR-909, hat einen Nachteil, ihr fehlt etwas das Fundament, also der Sub-Bass-Bereich. Und ich möchte jetzt einen künstlichen Sub-Bass unterhalb dieser Bassdrum legen. Das macht man normalerweise mit einem Sinusgenerator. So, wie fängt man da, wie geht man da vor, wie fängt man das an? Als erstes Mal erzeuge ich eine zusätzliche Audiospur. Rechtsklick in die Spurliste, Spur hinzufügen, Audio. Ich mache natürlich eine Monospur, weil meine Bassdrum auch in Mono ist und klicke OK. So, diese Spur liegt jetzt unterhalb der Bassdrum, die ist noch leer. In den Insert-Effekt dieser Spur, ganz wichtig, lade ich jetzt einen Sinusgenerator. Werden sich vielleicht die einen oder anderen wundern, gibt es in Cubase sowas? Klar, natürlich gibt es das. Klicke ich auf Insert drauf und die finde ich normalerweise im Bereich Tools und da gibt es den sogenannten Testgenerator in Cubase. Jetzt wird es ein bisschen laut, weil der Sinuston direkt angeht, deshalb solltet ihr vielleicht die Lautstärke etwas runterregeln. Ein Signal, was man sich stundenlang anhören kann.